22 für Pier 21. Diebstahl im Verlagshaus Clemens. Eine verletzte Person ist bereits auf dem Weg ins EKH. Herr Clemens hatte eine Besprechung mit einem unserer Autoren. Und dem hat diese Putzkraft die Brieftasche gestohlen. Und wo ist die Putzkraft jetzt, dieser Herr Mobiru? Im Krankenhaus, denke ich. Er wollte unbedingt mitfahren. Wahrscheinlich will er sich als Lebensretter feiern lassen. Nach dem Sturz hat er Herrn Clemens versorgt, bis der Notarzt gekommen ist. Mhm. Hier hat er gelegen. Wie ist es überhaupt zu diesem Sturz gekommen? Da oben kam es zwischen Herrn Clemens und Herrn Mobiru wegen des Diebstahls zu einem Wortwechsel. Und plötzlich hat Herr Mobiru zugepackt und ihn weggestoßen. Und dann ist er die ganze Treppe runtergefallen? Ja, bis hierher. Also Sie meinen, er hat ihn erst gestoßen und dann hat er ihm quasi hier das Leben gerettet, ja? Ja, ich konnte von dort aus alles genau sehen. Von da? Von da. Thorax und Schulterverletzung beim Treppensturz. Ganz schön schnell. Was hat denn drin? 4 Ampullen Supra. Müsste langsamer werden. Der hätte das gar nicht überlebt, aber irgendjemand hat ihn reanimiert, bis ich da war. Nicht schlecht für den Laien. Der Kardiologe kommt gleich. Sagen Sie in der Anästhesie Bescheid. Wir brauchen Hilfe für die Choro, ja? Moin. Wie sieht's aus? Habt ihr schon 12-Kanal-EKG? Ja, er ist sehr tachykard. Jasmin, alles in Ordnung? Ja, ja. Er wird noch schneller. Zieh noch mal B-Lock auf und machst du sicher den Defi klar, ja? Auf 3. Habt ihr? 1, 2, 3 rüber mit ihm. Was war denn eben? Ach, ich hatte ein Déjà-vu. Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen, mit dem ich vor 6 Jahren im Kongo gearbeitet habe. Ich war in der Region Kivu. Brauchen wir noch 2 Ampullen Amiodarone? Ja. Und dann sollten wir schleunigst in Koro mit ihm. Ist er eigentlich vor oder nach dem Herzinfarkt gestürzt? Keine Ahnung, aber in dem Gebäude muss irgendwas vorgefallen sein. Die hatten schon die Polizei alarmiert. Oh Gott, das wäre gar nicht gut. Alle weg vom Patienten, bitte defibrillieren. Die Hinterwand muss ganz schön was abgekriegt haben. Ich hoffe, dass wir den Verschluss schnell lösen können. Dr. J? Das war doch kein Déjà-vu. Oh Gott, ich kann gar nicht glauben, dass du da bist. Lorenz. Der große Held. Danke fürs Mitnehmen. Oh, kein Ding, Herr... Mobiru. Lorenz Mobiru. Er war 6 Jahre lang im Kongo mein Assistent und mein Fahrer. Ja, also Hut ab. Der Mann verdankt Ihnen sein Leben. Ich hatte eine gute Lehrerin. Das stimmt wohl. So, ich mache jetzt erstmal Feierabend. Wie ist es dir ergangen? Du musst mir alles erzählen. Das ist Herr Fischer, unser neuer Erfolgsautor. Herr Fischer, die Herrschaften von der Polizei haben noch Fragen. Morgen, Herr Fischer. Morgen. Meine Kollegin Frau Jung. Moin. Tja, wir würden natürlich jetzt gerne wissen, wie das denn nun abgelaufen ist. Also, am Anfang war ja wohl dieser angezeigte Diebstahl, ja? Ja, ich hatte einen Termin mit meinem Verleger, Herrn Clemens. Es gibt Anfragen wegen der Filmrechte für Herrn Fischers Buch, Das verlorene Paradies. Er beschreibt darin seine Erlebnisse als Kriegsreporter im Kongo. Herr Fischer war sogar monatelang in der Gewalt einer Rebellengruppe. Ach Quatsch, das sind Sie? Da habe ich viel drüber gelesen. Soll wohl ein Bestseller werden. Ja, Rang 6 die Woche. Okay. Aber eigentlich geht es mir nur darum, den Leuten hier mal klarzumachen, was da unten eigentlich los ist. Wenn es Sie interessiert, ich schenke es Ihnen. Dankeschön. Aber erzählen Sie doch erst einmal von dem Diebstahl. Herr Mobiru war dabei, draußen den Flur zu wischen, als Herr Clemens ihn zu uns rief. Er wollte ihn befragen über Rezepte zu Plantains. Plantains? Kochbananen. Ich soll morgen in einer Talkshow etwas Afrikanisches kochen, während wir über das Buch reden. Das ist absurd. Jedenfalls ging ich zu meiner Jacke rüber und wollte mein Notizbuch rausholen. Und da bemerkte ich, dass die Brieftasche weg war. Herr Clemens hat mich sofort gerufen, um nach der Brieftasche zu suchen. Und dann haben wir sie auch gefunden. Im Putzwagen. Herr Mobiru muss sie gestohlen haben, als die Herren noch im Konferenzzimmer waren. Ja, aber das Geld war ja noch drin. Insofern wäre die Sache für mich in Ordnung gewesen. Herr Mobiru kommt aus Uganda, im Grenzgebiet zum Kongo. Er hatte sicher ein sehr hartes Leben. Vielleicht hätte man darüber reden können.
Aber er hat alles abgestritten. Darum habe ich auch die Reinigungsfirma angerufen, damit er hier nie wieder arbeitet. Ich verstehe noch nicht, wie kam es denn dann nun zu dieser Körperverletzung? Herr Mobiro wollte Herrn Clemens bitten, dass er Frau Wachsmuth aufhält. Ich habe den Streit aus dem Treppenhaus bis hierher gehört. Dann hörte ich Frau Wachsmuth auch schon um Hilfe schreien. Das hätte alles nicht passieren dürfen. Weiß Gott. Sam ist abgezischt wie eine Rakete, als ich ihn impfen wollte und mit der Spritze ankam. Erinnerst du dich? Oh, wie alt war er denn? 9? Alle im Camp haben ihn gesucht. Ja. Und Bruno hat ihn doch dann gefunden. Bruno, der italienische Chirurg. Der konnte ihn sogar festhalten. Oh ja, er hatte solche Hände. Keine Ahnung, wie er damit operieren kann. Sam macht bald Abitur. Er wird Ingenieur. Ich bin sehr stolz auf ihn. Das ist großartig. Und meine Lucy ist 6 und hier geboren. Meine Frau ist gerade mit ihr in Uganda. Meine Schwiegermutter ist leider sehr krank. Das tut mir leid. Ich kann es gar nicht fassen, dass wir in der gleichen Stadt leben und nichts davon wissen. Ja? Entschuldigung, Frau Doktor, in NRW ist angekündigt, Verbrennungsunfall im Hafen und dann... Hallo, ihr zwei. Hallo, Jasmin. Na, wie geht's deinen Füßen nach unserer Tanzeinlage? Oh, halb so wild. Was wollt ihr? Herr Lorenz Mobiro, Sie müssen bitte mit uns kommen. Was? Das muss ein Missverständnis sein. Lorenz ist ein Freund. Uns liegt eine Anzeige gegen Sie vor, wegen Körperverletzung und Diebstahl. Kommen Sie bitte. Das kann nicht sein. Kommen Sie. Ich habe ihn nicht gestoßen. Ich wollte nur mit Herrn Clemens reden. Ich habe nichts gestohlen. Und plötzlich schwankte er so. Ich habe noch versucht, ihn zu halten. Aber Herr Fischer hat die Brieftasche in Ihrem Putzwagen gefunden, richtig? Ja. Klar. Das hat es die Sekretärin ja auch bestätigt. Aber wenn Sie sie da nicht reingesteckt haben, dann frage ich Sie, wer dann? Vielleicht haben Sie ja das Portemonnaie irgendwie aus Versehen in den Müll geworfen. Ich habe den Flur gewischt und nicht das Büro. Tja, gut, also dann tut's mir leid. Dann müssen wir jetzt davon ausgehen, dass Sie die Brieftasche gestohlen haben. Es kam wahrscheinlich zum Streit mit Clemens. Sie hatten Frust. Und dann, ja, dann ist es eben passiert. Ich würde Herrn Clemens niemals etwas tun. Ich achte ihn. Er hat Respekt vor mir. Gut. Also, wie auch immer. Kommen Sie bitte. Sie verstehen das nicht. Er sagte immer, Schiedwetter, Herr Mobiro, was? Und ich sage, in Hamburg ist ein Tag ohne Regen eine Dürre und wir lachen. Das könnte euch interessieren, ne? Gegen Sie läuft ein Antrag auf Zwangsverstreckung. Haben Sie Schulden? Ein Kredit. Die Mutter meiner Frau braucht eine Operation. Meine Frau musste nach Afrika fliegen. Aber ich zahle alles zurück. Immer. Herr Mobiro, das ist natürlich ein schwerwiegendes Motiv, ja? Kommen Sie. Daddy! Ich habe deine Nachricht eben erst abgehört. Geh nach Hause. Ich muss noch hierbleiben. Aber du hast doch nichts getan. Die Polizei glaubt mir nicht, Sam. Mein Vater stiehlt nicht. Tja. Okay, junger Mann, wir müssen jetzt erstmal die erkennungsdienstlichen Maßnahmen mit deinem Vater durchführen. Und wenn er mit seinen Papieren alles in Ordnung ist, dann kann er sehr wahrscheinlich auch ganz bald nach Hause gehen, ja? Geh jetzt, mach deine Hausaufgaben, Sam. Wird schon. Mensch, Mathis, erst durchgefallen und jetzt mit der Nachprüfung Jahrgangsbester? Da darfst du dich ruhig ein bisschen freuen. Heißt das, ich kann im Team bleiben? Nun, das hilft natürlich, aber wir werden sehen. Hi, Mathis. Der Chef will, dass es heute noch erledigt wird. Das ist der Nachbarschaftsstreit wegen der gefällten Tannen. Okay, kein Ding. Ja. Das ist noch nicht alles. Oh, Wolle, nee. So bin ich. Mann, ey. Was war denn beim Chef? Hm? Ach so, nee, nichts weiter. Kannst mir helfen? Das sieht nicht gut aus. Tja, da sagst du was. Ah, Gott sei Dank, du bist noch da.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich wäre besser schon weg. Du musst kurz für mich übernehmen, eine halbe Stunde, ja? Weißt du, mein Freund, der Lawrence Mobiro, der wurde zwischenzeitlich festgenommen und ich muss wissen, ob er Hilfe braucht. Der Afrikaner, der Lebensretter. Ich mach's wieder gut, hm? Oh, du bist ein Schatz. Du hast den Dienst übernommen? Ja, deswegen hätte ich gern als erstes eine schöne Tasse Kaffee. Nee, Herr Doktor, erst die Arbeit und dann. Tee? Blasenkatheter in der 2, Herr Schmidt will nach Hause 3 und muss den Quassmann beschäftigen. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie es Herrn Clemens geht? Sind Sie ein Angehöriger? Ehrlich gesagt, nein. Herr Clemens ist mein Verleger. Aber ich war dabei, als es passiert ist. Ich muss einfach wissen, wie es ihm geht. Also im Moment wird er noch Corona angegrafiert. Ja, mehr darf ich Ihnen leider nicht sagen. Ja, natürlich. Aber wenn Sie dabei waren, dann können Sie mir vielleicht was über Lawrence Mobiro sagen. Der Putzmann? Ja. Warum fragen Sie? Ich kenne ihn gut aus Afrika und ich kann nicht glauben, dass er es getan haben soll. Sie waren in Afrika? Ja, ich war im Kongo und er war mein Assistent. Er hat meine Brieftasche gestohlen und er hat Herrn Clemens schwer verletzt. So viel ist sicher. Mhm. Danke erstmal. Ja. Sam Mobiro? Henning, ich will sofort wissen, was mit Lawrence ist. Brauche einen Anwalt. Oder hätte er vielleicht schon vor der Vernehmung mit euch eingebraucht? Jetzt mal langsam, Jasmin, ja? Es ist ja nun wirklich nicht so, dass wir den Mann ans Kreuz nageln wollen. Hör mal zu. Ich weiß ja, dass ihr beiden euch gut kennt. Zwei Zeugen haben die Brieftasche in seinem Putzwagen gesehen. Außerdem wurde bezeugt, dass er den Verleger gestoßen hat. Was sagt er denn dazu? Er streitet natürlich alles ab. Und das gibt dir nicht zu denken? Ja, schon, aber... Wir haben herausgefunden, dass er 2.500 Euro Schulden hat, die er nicht zurückzahlen kann. Diebstahl, Körperverletzung und jetzt auch noch Schulden, das passt überhaupt nicht zu ihm. Ihr habt euch lange nicht gesehen, es hat er sich inzwischen verändert. Es tut mir leid, aber es wäre sicher besser für ihn, er würde jetzt ein Geständnis ablegen. Sam? Hallo, ich bin Jasmin Jonas, ich kenne deinen Vater aus Afrika. Und dich natürlich auch. Ich weiß, er hat oft von Ihnen gesprochen. Ja? Stimmt das? Das mit den Zeugen? Ich meine, vielleicht lügen die ja. Naja, das ist schon möglich, aber dafür haben wir leider keine Anhaltspunkte. Das dauert ja alles noch so ein bisschen, ja? Die Ausländerbehörde, die kommt mit den Daten nicht rüber. Dein Vater hat mir aufgetragen, dir zu sagen, du sollst nach Hause gehen und deine Hausaufgaben machen, okay? Er hat gesagt, er soll die Hausaufgaben machen? Hm? Henning! Lawrence hat sich nicht verändert, kein Stück. Das stimmt fast nicht, so viel ist sicher. Sam! Warte mal. Vielleicht können wir noch ein bisschen reden, nicht? Ich würde dir gern helfen. Sie haben die Polizisten noch gehört. Es gibt Zeugen. Diebstahl kommt für deinen Vater nicht in Frage, das glaube ich einfach nicht. Stimmt schon. Aber ich wusste nicht, dass wir so viel Schulden haben. Ich muss nach Hause. Ich könnte dich fahren. Ich hab Zeit. Ich muss mich nur schnell umziehen. Okay. Okay. Nicht so schön hier, aber billig. Nur der lange Schulweg nervt. Wo gehst du denn zur Schule? Auf die Lutherschule. Oh, das ist eine Privatschule. Ja, hier lang. Gibt einen Zuschuss, ist aber trotzdem teuer. Aber Dad will nicht, dass wir hier in der Gegend zur Schule gehen. Mhm. Entschuldigung für die Unordnung. Die Lord Baptist Church schickt alle halbe Jahre einen Container nach Afrika. Wir sammeln Spenden. Ich kenne dich schon, da warst du so. Wir müssen überlegen, was jetzt zu tun ist. Brauchst du Hilfe, Essen, Geld? Ich komme klar. Gut. Das Wichtigste ist, dass dein Vater einen guten Anwalt bekommt. Das geht nicht. Die Schulden.
Die Schule hat auch schon eine Mahnung geschickt. Meine Eltern gehen beide putzen. Die Kosten übernehme ich natürlich, ist doch klar. Und was soll der Anwalt machen? Für die Polizei ist doch alles klar. Für die Polizei schon, aber nicht für mich. Ich glaube nämlich nicht, dass er gestohlen hat. Ich habe selten einen so freundlichen, zuverlässigen und selbstlosen Menschen wie deinen Vater kennengelernt. Ja, er und sein Paradies. Sein Paradies? Hier im Kopf. Er meint, das wirklich gute Leben gibt's nur da drin, wenn man das Richtige tut. Und jetzt? Ich habe fast das Gefühl, du willst glauben, dass er ein Dieb ist. Nein, aber vielleicht konnte er einfach nicht mehr anders. Er verlangt ziemlich viel von dir, oder? Noch nie hat er gesagt, gut gemacht, Sam. Noch nie. Das glaube ich. Mit Lob konnte er noch nie was anfangen. Aber wenn du deine Schule gut machst, dann hat er alles richtig gemacht und du auch. Und vorhin hat er mir übrigens gesagt, wie stolz er auf dich ist. Wirklich? Ja, wirklich. Bevor wir alles an die Staatsanwaltschaft schicken, warten wir erst einmal die Aussage von Herrn Clemens ab. Ich weiß allerdings nicht, wann er wieder vernehmungsfähig ist. Kann eine Weile dauern. Gut. Sprechen Sie mit ihm. Dann wird sich alles klären. Ja. Tschüss. Was meint denn der mit klären? Er glaubt schon immer noch, er kommt aus der Sache raus, was? Vielleicht haben wir ja doch was übersehen. Du meinst, die Sekretärin lügt und dieser Fischer lügt auch? Wie sollten die das tun? Der Mann hat Schulden. Der hat nicht die Spur einer Erklärung dafür. Nee, nee, Franzi. Ich dachte, die Sache ist ganz klar. Ach. Seid ihr euch nicht einig? Naja. Manchmal will man die Dinge einfach nicht so wirklich wahrhaben. Das geht mir auch immer wieder so. Ach ja, was läuft denn jetzt eigentlich heute Abend? Hm? Wieso, was soll denn laufen? Na, Mathis, gibt's einen kleinen Umtrunk oder die größere Variante? Wieso? Gibt's dafür irgendeinen Anlass? Ja, aber Mathis hat seine Nachprüfung bestanden. Ach, ach was. Das ist ja großartig. Ja, der Typ sagt uns nichts davon. Dir auch nicht? Nö. Wo ist er denn? Ja, hinten. Das ist ja eine Nase. Der Mathis. Mathis? Hm? Du hast deine Prüfung bestanden. Ja, genau. Ja, Mensch, ich gratuliere dir. Danke. Du bist deine Prüfungsangst. Da ist dir ein Stein vom Herzen gefallen, ne? Ja, das ist richtig. Und bei der letzten warst du noch wie gelähmt. Melanie, hör zu, die ganze Geschichte ist mir ein bisschen peinlich. Also, ich muss es gewesen darum machen. Sowas bescheuert, das habe ich selten gehört. Ja, Mensch, das gehört gefeiert. Ja. Okay, ich werde mal drüber nachdenken. Er schickt seine Kinder auf eine Privatschule, Henning, weil er genau weiß, dass sie sonst in diesem Stadtteil überhaupt keine Chance hätten. Hallo, Melanie. Du nimmst nur Zucker, stimmt's? Du, das ist bemerkenswert. Und das sagt doch was über den Mann aus, oder? Und genau so kenne ich ihn aus Afrika. Er ist im Chaos immer zuverlässig und korrekt geblieben. Naja, das war bestimmt die Hölle. Es war die Hölle. Und jetzt kommt er hierher, um seiner Familie endlich ein besseres Leben zu ermöglichen und riskiert alles, wofür er gekämpft hat? Für ein paar Scheine? Mienchen, ich verstehe dich doch und es tut mir leid, aber ich kann auch nur die Fakten beurteilen. Und die sind nun mal eindeutig. Fakt ist doch aber auch, dass das überhaupt nicht zu Lorenz passt. Das kannst du doch nicht einfach ignorieren. Seine Schwiegermutter braucht eine Operation. Da kann doch wohl so ziemlich jeder Mensch mal schwach werden, oder? Ihr wollt mich nicht verstehen, oder? Da ich weiß, dass da irgendwas nicht stimmt, werde ich ihm selbst noch mal im Verlag nachfragen. Das ist nicht deine Aufgabe. Du lässt mir ja keine andere Wahl. Das ist unser Job, okay? Franzi und ich werden da noch mal nachhaken. Versprochen. Hm? Danke. Klar. Fischer? Was ist der mit der Brieftasche? Ja, wieso? Er hat gar nicht erwähnt, dass er auch in Afrika war. Komisch. Entschuldig bitte. Bis dann. Ja. Hase? Tut mir leid, aber ich muss noch mal zum Anwalt. Ich weiß, dass du Stress hast, ich habe auch Stress. Okay, bis dann. Ich beeile mich. Jetzt ist keine Zeit zum Quatschen. Der Dr. Hobby Hobby in der 2 ist die hysterische Schwangere und gleich kommt ein LTW rein, Verdacht auf Lebensmittelvergiftung. Quatschen? Na, du hast doch eben gerade privat telefoniert. Also wenn Frau Doktor wüsste, wie du hier ihre Vertretung machst. Alter. Hier
Clemens ist noch nie krank gewesen, seit ich hier bin. Und das sind schon fast 20 Jahre. Noch immer keine Nachricht von der Klinik. Dieser Mobiro. Genau, wegen Herrn Mobiro sind wir nämlich hier. Also es sind Zweifel aufgetaucht, was den Ablauf der Ereignisse anbetrifft. Es war genau so, wie ich es Ihnen gesagt habe. Vielleicht hat der Herr Clemens seinen Herzinfarkt ja vor dem Sturz erlitten. Hören Sie, ich weiß doch, was ich gesehen habe. Mobiro hat ihn weggeschoben. Moment, Frau Wachsmann, also gerade haben Sie noch ausgesagt, Herr Mobiro hätte Herrn Clemens gestoßen. Ja, hat er auch. Naja, könnte vielleicht jemand daran Interesse haben, den Herrn Mobiro des Diebstahls zu bezichtigen? Vielleicht aus Fremdenfeindlichkeit? Ausgeschlossen. Herr Clemens hat den Mann immer mit Respekt behandelt. Und Herr Fischer liebt Afrika und seine Menschen. Sie sollten das Buch lesen. Und was ist mit Ihnen, Frau Wachsmuth? Hören Sie, das Buch ist ein riesiger Erfolg und immens wichtig für den Verlag. Niemand würde in dieser Situation einen Skandal riskieren, um einen Schwarzen eins auszuwischen. Darauf wollen Sie doch wohl hinaus, oder? Demenz Marlies Wachsmuth? Ja. Hat er was gesagt? Hat er was gesagt? Dankeschön. Auf Wiederhören. Die Klinik. Herr Clemens hat den Eingriff gut überstanden. Entschuldigen Sie. Ich muss zu ihm. Er hat ja sonst keine Familie. Wenn ich Sie dann vielleicht bitten dürfte, danach bei uns auf der Wache vorbeizukommen, damit wir Ihre Aussage schriftlich festhalten können, ja? So, mein Süßer, du hast die Aufnahmen von Frau Gewicke noch nicht angesehen und die Überweisungen für Familie Quast sind auch noch nicht fertig. Ich trinke jetzt Tee. Oh, findest du das witzig? Siehst du mich lachen? Dr. Jarchow hat meine Schicht übernommen, dass Jasmin wieder da ist und das kann dauern. Ach, und dafür hast du seine Notarztschicht übernommen? Jo. Die ganze Schicht. Um mir zu entkommen, oder was? Was gibt's denn da zu grinsen? Danke, Hase. Ich werde mich revanchieren. Was machst du denn schon hier? Na, es hat doch nicht so lange beim Anwalt gedauert, wie ich dachte. Wieso hat Hase eine Notarztpiepe? Verstehen Sie das? Ja, lange Geschichte. Sie übernehmen von Dr. Jarchow. Ach, übrigens, der Herr Clemens hat die Kuro bestens überstanden. Ah, na dann. Er ist jetzt wieder im Sinusrhythmus. Gut. Herr Clemens, ich bin Dr. Jonas. Wie fühlen Sie sich? Auf einer Skala. Minus 10. Aber bei der Antwort tippe ich mal auf plus 5. Wissen Sie, was passiert ist? Sie hatten eine Auseinandersetzung wegen eines Diebstahls. Herr Mobiro? Ja. Und da habe ich eine ganz dringende Frage. Ja? Herr Mobiro wird beschuldigt, Sie die Treppe hinuntergestoßen zu haben. Ist das wahr? Was stellen Sie denn dafür Fragen? Ich bin die Aufnahmeärztin hier. Dr. Jonas. Und Sie? Marlies Wachsmuth. Büromanagerin bei Herrn Clemens. Aber fragen Sie Ihre Patienten immer so aus? Sie schonen sich, bitte. Herr Clemens. Herr Mobiro ist ein guter Freund von mir. Ich mache mir einfach Sorgen. Ach so. Und weil die Polizei nicht mit Herrn Clemens sprechen darf, nutzen Sie Ihre Position aus. Aber bitte. Sie haben recht. Aber ich glaube nicht, dass er es getan hat. Ich weiß alles über die Vorgänge. Ich bin dabei gewesen. Wegen Ihres Freundes liegt Herr Clemens jetzt hier. Ich habe alles gesehen. Hallo, können Sie mich hören? Der Notarzt, wir helfen Ihnen jetzt. Sie haben Hirntrauma?
schwör's, der kam so plötzlich von der Seite raus. Ich kann nichts machen. Hase, kannst du schon was sagen? Moin. Ja, schweres Schädelhirntrauma. Der Typ ist im LKW direkt vom Bug gelaufen. Ach du liebe Zeit. Der war vorhin bei uns auf der Wache. Ja, das ist Hartwig Jasmin. Die beiden sind befreundet. Gibt's irgendwelche Zeugen? Nur der LKW-Fahrer. Und die Tasche, da hat er noch bei sich. Hier? Ja. Danke dir. Was heißt denn das? Der kam hier von der Seite raus. Gesprungen oder gelaufen oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn ja vorhin nicht gesehen. Kann sein, der hat nur einen Schritt gemacht und bam. Was soll das Scheiße? Sowas ist mir noch nie passiert. Das glaube ich. Kommst du klar? Das ist Lawrence Mubiru. Der war heute Morgen bei uns auf dem Revier wegen der Körperverletzung. Was macht der denn hier? In seiner Tasche sind Entlassungspapiere drin von der Reinigungsfirma da hinten. Die haben ihn heute gefeuert. Oh Mann, nicht sein Tag, oder? Hm. Typischer Körperverletzung. Vorsicht. Entlassung und jetzt das hier. Vorsicht. Entweder der war in Gedanken oder ist mit Absicht vor den LKW gelaufen. Gemeint, dass es sein kann, dass es nicht gut ausgeht. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, man muss abwarten. Und er hat gesagt, man muss deinen Vater bald aus der Narkose holen, um zu sehen, ob das Gehirn gesund ist. Mach dir keine Sorgen, es wird schon. Wie konnte das passieren? Alles, was wir wissen, ist, dass Herr Mubiru entlassen wurde wegen des Diebstahls. Und seit dem Rauswurf hat ihn keiner mehr gesehen. Es sieht so aus, als sei er direkt vor den LKW gelaufen. Du meinst mit Absicht? Naja, also vielleicht war auch einfach nur durcheinander. Wir haben nur leider keinen Zeugen außer den Unfallfahrer. Ich kann das alles nicht fassen. Sie immer noch, dass er nicht geklaut hat? Ich weiß es nicht. Vielleicht konnte er sich das nicht verzeihen. Dieser Feigling lässt uns einfach im Stich. Jetzt hör mir mal zu. Das glaube ich nicht einen Moment. Dein Vater ist der mutigste Mensch, den ich kenne. Dein Vater und ich, wir haben damals in Kivu einen kleinen Konvoi nach Kania begleitet. Flüchtlinge, alle schwer krank. Wir kamen ganz gut voran, bis wir in eine Straßensperre gerieten. Rebellen. Wir hatten nur noch Angst, die töten oft ohne jeden Grund. Plötzlich war alles in heller Aufregung. Der Anführer lag im Staub und schrie fürchterlich und ich konnte nur noch sehen, wie dein Vater in den Busch rannte. Ich verstehe nicht. Die Rebellen sind ihm sofort nach. 1-2 Minuten hat keiner aufgepasst und so konnten wir mit Vollgas abhauen. Durch die Ablenkung hat dein Vater uns alle gerettet. Er kam erst eine Woche später ins Camp zurück. Völlig ausgehungert. Mit einer Schussverletzung. Daher kommt die Narbe an seinen Rücken. Warum hat er mir nie davon erzählt? Denk mal drüber nach. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie es Herrn Mubiru geht. Der Zustand ist ernst, mehr darf ich Ihnen nicht sagen. Mann.
Ja, natürlich. Danke. Ach, oh. Der Herr Fischer. Entschuldigung, Frau Doktor. Ich war nur gerade bei meinem Verleger. Ich habe von dem Unfall gehört. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass Sie auch in Kivu waren. War das verlorene Paradies. Schöner Titel. Sehr passend. Ah ja, richtig. Sie waren Ärztin da. Ja, genau. Was werden Sie denn eigentlich kochen? Matoke oder Mbika vielleicht? Na, hier in der Talkshow. Deshalb wollte doch auch der Herr Clemens mit Lauren sprechen, nicht? Stimmt, ja. Es wird wohl Matoke werden. Ich weiß nur noch nicht, ob mit Fisch oder mit Fleisch. Na dann, viel Erfolg. Danke. Wollen Sie nicht mal langsam Schluss machen? Ihr Dienst ist längst zu Ende. Ja, ja, ich muss nur noch mal ganz schnell ins PK und sag Sam Bescheid, ich fahre ihn nachher nach Hause. Martin hat mir erzählt, du hast sogar mit Bestnote bestanden. Ja, das ist richtig. War die Prüfung denn einfach? Nein. Ich bin nur ein ganz Schlauer. Dann mach mal ein schlaues Gesicht. Hey, Melanie. Das stimmt fast nicht. Sieht nämlich gar nicht so schlau aus. Du bist ein frechter Axt, bist du. Ich muss einmal mit euch reden. Erstmal haben wir dir was mitzuteilen. Die Sekretärin war noch mal hier und sie hat die Anzeige wegen Körperverletzung fallen gelassen. Ach nee. Ach ja. Tja, sie ist sich plötzlich nicht mehr ganz sicher, wo Biro den Verleger tatsächlich gestoßen hat. Offenbar ist er wohl doch durch einen Herzinfarkt zu Fall gekommen, genau wie dein Freund gesagt hat. Ich wusste doch, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich habe noch mal mit diesem Fischer geredet und ein bisschen nachgehakt. Ihr habt mir doch erzählt, dass der Verleger was über afrikanische Rezepte wissen wollte. Genau, über diese Plantains, Kochbananen. Mhm. Wie sieht's denn mit einer Runde Kaffee aus? Fischer will morgen in der Talkshow Matoke machen, mit Fisch oder Fleischfilet. Ja, hört sich doch lecker an. Matoke wird in Kivu niemals mit Füllung gemacht. Das passt in die Region Kenia oder Tansania, aber niemals nach Kivu. Mathis? Ja, oh, die Kopie Nummer 03. Oh, ja. Da ist die doch schon. Super. Matoke. Mit oder ohne Füllung? Ich meine, wohin soll das führen? Dieser Fisch hat sich eben vertan. Also für mich sind das jetzt schon eine ganze Menge Ungereimtheiten. Das Hin und Her der Zeugenaussage dieser Sekretärin, dann will sie ja offensichtlich nicht, dass ich mit Clemens rede. Und wieso will dieser Fischer wissen, wie es Lorenz geht? Zeugen irren sich ständig, Jasmin. Und die Sekretärin will vielleicht einfach nur ihren Chef schützen. Wer weiß, wie die zu dem steht. Und Fischer, der ist bestimmt total geschockt, was der Diebstahl seiner Brieftasche alles ausgelöst hat und fragt einfach nur höflich nach. Ein Wolleskekse. Ihr habt also nichts, was mir weiterhelfen könnte. Ich habe die Finanzen geprüft. Clemens stand kurz vor der Insolvenz, aber seit dem Erfolg von Fischers Buch, da sieht alles wieder rosig aus. Das ist auch wirklich gut geschrieben. Ich habe ein bisschen quer gelesen. Ich weiß, du willst das jetzt nicht hören, aber das macht alles Sinn. Was macht das denn für einen Sinn? Naja, dein Freund klaut aus Verzweiflung. Verstößt damit gegen alles, was ihm heilig ist. Er wird erwischt, verliert seinen Job und steht vor dem absoluten Nichts. Und jetzt ist er total verzweifelt und genau da ja, ist eben halt dieser LKW. Seht ihr das auch so? Ich sehe da nur Hieroglyphen. Wo kommt denn dieses Delta Y her? Guck dir den Funktionsgraphen an. Delta Y ist gleich f von x0 plus Delta x minus f von x0. Das ist diese Differenz hier. Woher können Sie denn so gut Mathe? Weil es einfach ist. Na klar. Wenn ich Delta Y durch Delta x teile, da bekomme ich diese Kantensteigung. Richtig. Falsch. Wie bitte? Mir ist gerade was klar geworden. Ist Frau Wachsmuth noch bei Herrn Clemens? Ja, wieso?
Herr Clemens braucht jetzt wirklich Ruhe, Frau Wachsmuth. Ja, natürlich. Sie haben vollkommen recht. Es ist spät geworden. Herr Clemens, wir müssen reden. Es geht um Fischers Buch. Es ist in der Tat sehr gut recherchiert. Seine Erlebnisse bei den Rebellen passen ganz wunderbar zu den bekannten Fakten. Aber es gibt so ein paar kleine Details, die stimmen einfach nicht. Zum Beispiel die abgebrannte Schule in Bingi. Das war ein Unglück, kein Überfall. Das hätte er wissen müssen, wenn er da war. Fischer ist nie in Kivu gewesen. Deshalb hat er auch keine Ahnung, was das Essen da unten angeht. Könnte ich was trinken, bitte? Er wollte Mobiru mundtot machen, damit niemand merkt, dass sein Buch von Anfang bis Ende erfunden wurde. Deshalb hat er die Geldbörse in den Müllsack gesteckt und behauptet, Mobiru sei ein Dieb. Und Sie haben das gewusst, nicht wahr, Herr Clemens? Ich habe es geahnt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich liebe gute Bücher. Aber die kann ich nur verlegen, wenn ich auch mal einen Bestseller habe und Geld verdiene. Dass es auch Betrug ist, weiß ich erst, seit Frau Wachsmuth vorhin mit mir gesprochen hat. Sie hat gesehen, wie Fischer die Brieftasche aus dem Müllsack geholt hat. Das ist ein alter Taschenspielertrick. Hat es die ganze Zeit bei sich. Und Ihre Sekretärin hat das verschwiegen, weil sie Angst um den Verlag hatte. Und so folgte eine Lüge auf die nächste. Und es wäre fast zum Lachen, wenn Lorenz nicht zwei Zimmer weiter liegen würde. Ich gebe Ihnen einen Tag Zeit, darüber nachzudenken. Dann gehe ich zur Polizei. Wir müssen reden. Ja, Sie schreiben mir eine Erklärung zu Herrn Mobiru. Ich weiß. Hey! Können wir nicht irgendwo ungestört reden? Cafeteria oder so? Es ist eine Etage tiefer, wir können die Treppe nehmen. Hey, was soll denn das? Ich bitte Sie, behalten Sie es für sich, nur für eine Weile. Ich wollte noch niemanden schaden, aber meine Agentur hat mich gefeuert. Da kam ich plötzlich auf die Idee, Kriegsberichterstattung. Aus erster Hand ein richtiger Reißer. Haben Sie im Ernst geglaubt, die Sache würde nicht auffliegen? Da unten herrscht doch Chaos. Wir würden das beweisen, die paar Unstimmigkeiten. Ich bitte Sie, ich flehe Sie an, nur ein paar Wochen! Nur ein paar Wochen! Wollen Sie Geld? Ich beteilige Sie. 10%. Hören Sie auf. Hier liegt doch auch was an den Menschen. Die krepieren da wie die Fliegen. 5 Millionen inzwischen. Und die Welt, die kümmert sich einen Scheißdreck darum. Aber das Buch, das wird ein Bestseller. Das kann was bewegen. Sie haben Mobiru in ihrer Rechnung vergessen. Mobiru! Das wollte ich doch gar nicht. Aber die Sekretärin, die hat eine riesen Welle daraus gemacht. Und dann kam sie ins Spiel. Ich hab genug gehört! Bleiben Sie doch bei ihr! Sie waren noch mal bei ihm. Sie haben ihm Geld geboten, so wie mir. Es war ein Fehler. Lorenz würde sich nie bestechen lassen. Ja, dieser Vollidiot. 50.000 habe ich ihm geboten. Er hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Dann haben Sie ihn vor den LKW geschubst. Was hätte ich denn machen sollen? Hat er irgendwas von Ehre gefaselt? Denken Sie nach, Fischer. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Polizei, auf den Boden! Na los, komm, gib die Arme her. Wo kommt ihr denn her? Frau Ock hat uns alarmiert. Ganz ruhig. Bei euch alles in Ordnung? Ha? Alles okay. Jasmin sagt, du wärst wieder ganz gesund.
Und ich hab gedacht, du wolltest dich umbringen, weil du geklaut hast. Dein Paradies, schon klar. Jasmin hat mir noch erzählt, dass du jemals das Leben gerettet hast. Mhm. Warum hast du mir nie davon erzählt? Mach das aus mir einen besseren Menschen. Denkst du das? Ich bin stolz auf dich, Sam. Hör mal, Mathis, wie sieht's denn eigentlich aus? Soll ich dich mal langsam einladen? Hm? Wieso? Wegen der Prüfung oder was? Wegen der Prüfung oder was? Natürlich wegen der Prüfung oder was. Na gut, aber wenn schon, denn schon. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was ab. Das ist doch mal eine Ansage, Alter. Wenn man Prüfungsangst hat, mit Blockaden und allem drum und dran, das kriegt man doch nicht so einfach weg. Keine Ahnung, müsste ich Rossmann fragen, aber ist auch egal, er hat bestanden. Und wie? Tschüss, Walle! Ja, tschüss, viel Spaß euch. Ich habe ja heute Tanzkurs. Ne? Ach, mit wem? Anneliese. Wer ist Anneliese? Aber du musst doch nicht jeden kennen. Ne? Na klar, los, raus mit der Frage. Warte! Jetzt komm doch mal. Ja, aber bitten. Ja. Klein. Seid ihr mein, sag nicht nein.